So. Ich hoffe, ich hab Video. Auf dem Preview-Bildschirm sieht das nämlich nicht so aus. Der ist einfach pechschwarz. Also, mir wird gesagt, ich übertrage vernünftig, aber der Preview, das ist etwas bescheuert. Ist irgendjemand anwesend, der mir Feedback geben kann? Schaut nicht so aus. Ah, okay, okay. Alles klar. Kass sieht was. Das bedeutet wohl, alle anderen sehen auch was. Gut. Dann legen wir los. Gut, was darf sein? Ton scheint auch okay. Perfekt, perfekt. Perfekt. Also das wird jetzt hier wahrscheinlich nicht so lang dauern. Das ist, ja, ein, zwei Partien vielleicht, je nachdem, wie lange sie leben. Gucken mal, ich schätze mal bis 10. Und dann ist gut. Na denn, suchen Sie sich was aus, meine Damen und Herren. Ich nehme sämtliche Vorschläge entgegen und ignoriere sie vielleicht. Aber vielleicht auch nicht. Caveman. Ugh. Ugh. Ja, der Barbar für Arme, der Caveman. Habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Vermeide ich auch eigentlich immer zu spielen. Aber gut, warum eigentlich nicht? Aha, aha. Mensch, Zwerg, Gnom. Was ist denn da? Achso, es kommt eine bessere Idee. Lass mich raten, Tourist? Cavewoman. Ja, also macht keinen großen Unterschied. Ja, weißt, hier kann ich eigentlich auch random wählen. So, ey, ist sogar eine Cavewoman geworden. Gut, los geht's. Uga Uga und so. Was war's? Ich bin ein Zwerg. Okay. Ja, ich habe einen Knüppel, ich habe eine Steinschleuder, ich habe recht viele Steine und ich habe so richtig mal gar nichts. Scheiß Rüstung, nichts zu essen. Hey, mehr Steine. Die werde ich brauchen. Immerhin, das ist der einzige Vorteil, dass man direkt mit einer Fernkampfwaffe startet. Ist nicht so schlecht. Was sind eigentlich meine Skills? Was kann ich eigentlich lernen? Aha, aha, aha. Oh Gott. Ja, was ist hier denn eine vernünftige Waffe? Also ich weiß, dass mein Quest-Artefakt ein Knüppel ist. Aber so weit muss ich halt erstmal kommen. Aber der Rest? Also, jetzt, wenn ich im Early-Game eine Artefaktwaffe will, was wäre denn da das Vernünftigste? Also mit den Skills, da fällt mir jetzt nicht wirklich was ein. Ich könnte höchstens mal, also wenn ich schon Pickaxe da drin habe, vielleicht kann ich das einigermaßen hochskillen, ich weiß es nicht. Aber vielleicht reicht es aus, um Dwarvish Mattock vernünftig benutzen zu können. Ich muss mal kurz meine Fenster neu arrangieren. So, ich hoffe einfach mal, es wird was draus. Und ansonsten Attack und Matter Spells, ja gut, das ist bei solchen Klassen nicht so verwunderlich. Die sind nicht wirklich kampfstark. Also. Fenster mal umschieben, dass ich den Chat auch da habe, wo ich ihn haben will. So. Jetzt sollte das alles hinhauen. Gut. Na dann versuchen wir unser Glück. Ich verspreche mir nicht unbedingt viel. So. Okay. Hey, gleich mein Zauberbuch. Könnte ja was sein, was ich lernen kann. Aber vor allem was zu essen. Das ist wichtiger. Idefix, was sagst du denn zu diesem Zauberbuch? Ist das verflucht vielleicht? Ist das ganz schlimm? Ist das fies? Ja, das sieht fast so aus. Ja, dann kann ich sowieso vergessen. Verfluchte Zauberbücher, das klappt nie, die zu lesen. Einfach nie. Oh, war ja. Also das Allerwichtigste ist... Wie beim Barbaren auch, am Anfang erstmal vernünftig Rüstung suchen. Der Barbar hat halt den Vorteil, dass er mit einer fetten Zweihänderwaffe startet und ich nicht. Das heißt, ich sollte möglichst schnell in die Minen und mir was suchen. Leider bin ich ein Zwerg, das heißt, die Minen sind... Ich bin auch noch lawful. Das heißt, ich kriege einen fetten Alignment-Hit, wenn ich anfange, Zwerge in den Minen zu töten. Mal ganz abgesehen davon, dass sie wahrscheinlich vorher mich töten. Das heißt, ich sollte meinen Hund darauf abrichten. Hier, genau, den Goblin. Ja, genau. Gewöhn's dir schon mal an. Denn jetzt geht's weiter. Oh, Smoky Potion, ja. Riskiere ich da, die jetzt zu trinken und einen Gin rauszuholen? Nein.
Ich weiß nicht, was es ist. Es ist vermutlich. Bei meinem Glück ist es wieder Extra Healing. Die Smoky Potions sind bei mir irgendwie immer Extra Healing. Und dann kriege ich Gins in Situationen, die mir nichts bringen, weil ich kurz vorm Abnippeln bin und dringend einen Heiltrank brauche. Ich sollte vielleicht nicht so vorausrennen, mein Hund soll ja lernen, oder besser gesagt aufleveln, Viecher zu töten. Nee, das lohnt sich jetzt nicht, ich muss weiter runter, ich habe nichts zu essen. Also wenig zu essen. Guard on Patrol, hier ist eine Vault, okay. Haben wir hier die Minen? Ja. Okay, Idefix, kommst du her. Hier müssen wir jetzt mal ordentlich aufräumen. Und mit aufräumen meine ich wild durch die Gegend latschen und am Ende sterben. Hallo, wo rennst du denn hin? Komm doch mit. Es ist jedes Mal dasselbe. Hallo, 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 hallo. Ich will's doch, bist doch. Danke, genau. Hau ihn, beiß ihn, töte ihn. Und was ist das für eine Falle? Ein Loch, okay. Bitte nicht in irgendwelche Fallen rennen, Idefix. Das wäre auch ganz gut. Okay, noch eine Schriftrolle. Jetzt habe ich ja schon zwei. Gut, warten wir erstmal bis mein Town. Ich könnte ja auch versuchen, wenn mir irgendwas in die Quere kommt, dass ich dann, ja genau, ein bisschen mehr Steine. Das ist so eine dumme Dreckskackwaffe. Okay, das ist wenigstens was Nützliches. Steine. Zum Werfen und zum Schießen. Immerhin, die Steinschleuder ist plus 2, also da kann man schon tatsächlich was mit reißen. Aua, ich bin tot. Das hat schon gereicht. Gut, das machen wir nochmal. Ja, ein Fehltritt. Gar nicht so viele HP am Anfang. Nochmal Caveman oder. oder was darf es jetzt sein? Sonderlich überlebensstark sind die ja nicht, ey. Ich warte auf Vorschläge. Ich nehme wieder alles entgegen. Valkyre. Ja, okay. Der easy way out. Dann aber wenigstens die menschliche, die Zwerge. Die Zwergenvalkyre ist ja fast zu einfach. Ja. Okay. Ach ja, die startet ja direkt mit dem Langschwert. Ja, richtig. Okay, ich glaube, die hält doch ein bisschen länger durch. Oder ich werde direkt einfach mal blind. Und hau jetzt wahrscheinlich gleich mein Haustier zu Tode. Okay, doch nicht. Wobei, mit der Valkyrie brauche ich das Haustier eh nicht. Okay, das sollte ich vielleicht nicht so früh sagen. Ich brauche es, sagen wir mal, wahrscheinlich nur sehr selten. Nur mal höchstens am Anfang ein bisschen. Murky Potion, okay, was habe ich da gerade gehört? Ach so, nix. So. Und ja, Valkyren sind, die haben den Vorteil, dass sie sich direkt am Anfang eben, sie starten mit dem Langschwert, das heißt, sie brauchen nur ein paar Erfahrungslevel und dann haben sie relativ gute Chancen, Excalibur zu kriegen. Und das ist eine vernünftige Artefaktwaffe. Es gibt besseres, aber Excalibur kannst du eigentlich bis zum Ende des Spiels bei dir behalten. Das Ding ist auch, dass das Quest-Artefakt von Valkyren keine Waffe ist, sondern ein. Ich glaube, es war eine Kristallkugel, oder? War das die Orb of Fate? Ich glaube schon. So. Kass fragt, ob da was Wasser ist. Was ist da Wasser? Also das blaue Ding da, also quasi dieses Symbol, das ist ein Brunnen. Wasser gibt's auf Dungeon Level 1 nicht. So. Also Wasser wäre daran zu erkennen, dass es ein so ein rechteckiges, nee, rautenartiges Feld wäre. Und ja, günstig. Sehr günstig, dass direkt auf Dungeon Level 1 ein Brunnen ist. Aber das ist keine gute Idee auf Erfahrungslevel 1. Da geht das garantiert schief. Also nicht garantiert, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und wenn da jetzt irgendwie Water Moccasins rausspawnen oder ein Water Demon, der mir dann noch Maul gibt, dann bin ich relativ am Popo, weil das will ich dann doch nicht. Okay, das ist eine Tin Whistle. Das heißt, die bringt mir gar nichts. Selbst die Magic Whistle bringt mir nicht viel. Weil ich habe ja relativ wenig Nutzen für mein Haustier. Hey, noch ein Brunnen. Ja, ich sehe.
Kass erinnert sich gerade an einen denkwürdigen Moment von Anno dazu mal 2011 oder so, wo ich in Maintown war. Ach, ein Scroll. Kann das sein? Ja, das kann sein. Einfach mal so im Gang. Das war Kernot Well. Das ist Teleportation. Jedenfalls dieser Moment, wo ich in Maintown war, mir Excalibur geholt habe und nicht bedacht habe, dass dabei der Brunnen, mit dem man das macht, sich in Luft auflöst und die Maintown-Wache das nicht so geil findet. Und dann hatte man zwar Excalibur auf Erfahrungslevel 6, 7, aber dann kam halt die Maintown-Wache an und die können auch auf Level 6 und 7 relativ mit einem aufräumen. Da braucht man schon vernünftigeres Equipment, da geht es überhaupt nicht weiter. Vernünftigeres Equipment, um gegen die aushalten zu können. So, ich lasse jetzt meinen Hund übrigens zurück. Ja. Und dann falle ich direkt meine Ohnmacht vor lauter Scham. Weil, wie gesagt, den Hund, den brauche ich nicht. Ich brauche die Erfahrungspunkte dringend als diese Töle. Was hat die denn je für mich getan? Hey, Tribe Rations. Jetzt kann ich mir vielleicht neue Hunde holen, wenn ich doch welche brauche. Aber ja, für einen Lawful-Charakter Loyalität ist anders. Das heißt nur, dass ich Conduct befolge. Nicht, dass ich, keine Ahnung, Freundschaft mit meinem Haustier entschließe. Ich bitte dich, wo sind wir denn hier? Das ist Netek, die sind so austauschbar wie ich. Wo ist die Treppe? Das gute alte Spiel geht wieder los. Ach komm, das ist doch zum Kotzen. Ist hier noch eine Tür? Den könnte man nicht schieben, ne? Okay. Ist vielleicht... Oh, Shrieker. Bin ich schon giftresistent resistent als Valkyrie? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube wirklich nicht. Ich erinnere mich da gerade an so Momente zurück, wo ich als Valkyrie dachte, ach, ich bin ja unverwundbar. Dann in Minen auf ein Loch getreten bin und von giftigen Stacheln aufgespießt und zertötet wurde. Und das sollte mir zu denken geben. Wobei, andererseits, was kann man denn schon groß tun? Wieso habe ich den gerade mitgenommen? Was kann man denn schon groß tun? Man muss halt mit dem arbeiten, was man kriegt. Hier müssten doch langsam mal irgendwo die Minen sein, sag mal. Vorsicht, Brownbolt. Ich habe nichts zum Fernkämpfen, ich habe einen Dagger. Ja, das könnte ich ihm entgegenschmeißen, aber ansonsten sieht das nicht so gut aus. Ach, Schmeiß. Das hat sogar gereicht. Finde ich gut. Keine Giftresistenz, okay. Hier sind die Minen. Die Frage ist, sind die Minen gefährlich? Also Gnome mögen mich schon mal nicht. Wie sieht es mit den Zwergen aus? Veriet Horre. Okay, also die Gnome sind überhaupt keine Bedrohung. Und jetzt, wo ich das gesagt habe, kommt gleich einer mit einer Wand of Fire oder so. Gnomelord, oh Gott, der ist ja super schwer zu sehen, dieses Dunkelblau schon wieder. Ich muss mir langsam mal angucken, wie man in X-Termen das Farbprofil ändert, also die Farbpalette. Es gibt Terminal-Emulatoren, die machen das einem relativ einfach. X-Term gehört nicht dazu. Aber dieses stockfinstere Dunkelblau, das ist echt schwer zu erkennen. Zumindest auf meinem Monitor. Oh, der Fledermaus. Ich weiß nicht, wie das im Stream aussieht. Vermutlich nur selten besser. Hier hat sich schon jemand... Okay, hier ist schon mal ein Zwerg. Das merkt man daran, dass er alles aufgräbt. Food Ration. Crash, it falls asleep. Okay. Ah ja, der Gnomkönig hat diese Ruff... eine Sleep Potion an den Kopf ge... Alter, ich bete. Ich habe vergessen, wie stark Gnome Kings reinhauen am Anfang der Kacke. Ja, sage mal. Ja, Teleport, ne? Hui! Ah, es war noch Cursed. Okay, Level-Teleport war das. Und ich weiß nicht, wo ich bin. Das ist... Okay, Wand of Fire, immerhin. Jetzt habe ich mal eine gescheite Elbereth-Möglichkeit. Aber ich habe halt nur noch 4 HP, ne? Und überall offener, fetter Raum. Ich kann mich nirgendwo wirklich außerhalb von Schusslinien... Ach, hier ist außerhalb von der Schusslinie. Aber, das ist gerade nicht so geil. Warum war eigentlich auf so einem niedrigen Level schon Gnome King? Das ist ja irgendwie schon ein bisschen gemein. Aber gut.
Muss ich jetzt halt mitleben. N200. Punkt. Oh, huhahaha. Okay, jetzt wird's Zeit für Elbereff. Okay. N200. Punkt. Und da hat mich schon wieder einer eingeschläfert, oder was? Ja. Okay. Immer noch Elbereff. So, gut. Elbereff. Reicht XP Level 4? Fragt mich jemand. Nein, das reicht nicht. Für was soll's denn reichen? Okay, der ist tot. Da ist ein Yellow Light. Jetzt bin ich gleich blind. Elbereff ist immer noch intakt. Zeile drüber. Ach so, als Ausgleich für die ganzen Fountains. Ja, Erfahrungslevel 4, Excalibur. Boah, keine Ahnung. Kann vermutlich funktionieren. Aber es ist, glaube ich, auch sehr glücksabhängig. Okay, jetzt ist Elbereff weg. Das ist übrigens auch, falls das jemand noch nicht kennt, in Attack 3.6. Elbereff ist nicht mehr permanent, auch nicht, wenn du es mit Normand of Fire einbrennst. Das kann auch verloren gehen. Sehr viel langsamer, aber es geht auch verloren. Deswegen sind in Sokoban und so jetzt auch Scrolls of Scare Monster auf den wichtigen Objekten, weil die gehen nicht kaputt. Und jetzt bin ich blind. Und leider auch für ziemlich lang. Und jetzt werde ich schon wieder angegriffen. Das ist besonders cool. Natürlich, wenn ich blind bin. Das heißt, wir warten jetzt mal kurz wieder außerhalb der Schusslinie. Elbereff ist zwar kaputt, aber immerhin. Ich werde dich gleich schon wieder beten müssen. Armor-Class 6, ei. Ich sollte vielleicht doch langsam mal drüber nachdenken, einen Zwerg zu schlachten. Oder lag hier vielleicht irgendwas Cooles? Ne, natürlich nicht. Lalalala. Okay, da ist es. Was das auch immer war. Es war ein Gnome Lord oder sowas. Wupf. Ach, das ist so dumm. Okay, der hat alles wieder mitgenommen. Okay, ich bin nicht mehr blind. Jetzt schlachte ich mal den Typen hier. Bumm. Ja, okay, immerhin. Cloak und Bag. Was ist denn? Ist es ein Bag of Tricks? Nein. Na dann. Ups. Legen wir mal auf B. Ich kann ihn vielleicht noch brauchen. Das ist Mains, das ist ein Ghoul. Den Ghoul sollte ich... Ja, genau, der kann mich nämlich paralysieren. Aua. Shit. Das hat schon wieder so, gezogen. Armor Class 6, Mann. Das ist ganz schön schlimm. Ich sollte ein bisschen vorsichtiger sein. Weil Kyra heißt nicht automatisch durchspielen. Ich bin zwar kampfstark, aber ich bin auch ziemlich schwach auf der Brust. Okay, hier geht's weiter runter. Ist das mein Town? Nein. Doch. Okay. Dann taste ich mich ganz langsam und vorsichtig zu den Shops vor und schau mal, ob da jemand coole Rüstung für mich hat. Stimmt, es gab ja diese Mindton-Variante, die stockfinster und in der Höhle ist. Bin ich ja ein Riesenfan von, wenn ich keine Lampe habe und keine Infovision. Das ist die Wache, ja, genau. Was, wer schmeißt? Der schmeißt. Gott, oh Gott. Ja, meine HP sind die ganze Zeit so niedrig. Soll ich den Bogen mitnehmen? Ne, ich nehme lieber die Darts mit. Hauptsache irgendwas mit Fernkampf. Der Bogen ist am Ende noch verflucht und so, dann kann ich ihn nicht mehr abrüsten. Bei den Darts ist es egal. Okay, das ist ein Futtershop. Das bringt mir gerade nicht so viel. Ich hätte lieber einen Rüstungsshop. Kann der in Mindtown generiert werden? Sind die Shops in Mindtown random oder sind die irgendwie... Ich glaube, sie waren random, aber ich weiß es nicht. Also abgesehen vom Lighting Store halt. Okay, gut. Dwarf. Der hat vielleicht ein bisschen Rüstung. Potion of Sleeping. Okay, er hatte Iron Shoes. Pickaxe nehmen wir auch mit. Braucht man immer.
Hoffentlich ist er nicht verflucht. Finden wir ja gleich raus. Haben wir ja einen Tempel. Okay, jetzt auch Erfahrungslevel 6. Das ist auch ganz gut. Da ist der Lighting Store. Der lässt mich jetzt natürlich nicht mehr rein mit der Pickaxe im offenen Inventar. Ja, erstmal zum Tempel. Rausfinden, was hier eigentlich Phase ist. Ein Einhorn. Ein Einhorn meines eigenen Alignments. Okay, immerhin nicht feindlich. Das heißt, sie kriegt nicht volles Rohr auf. Ah, Bubbly Potion ist Gain Level. Haben wir gerade rausgefunden. Okay. Dwarvish Cloak hatten wir nicht schon? Ja, genau, da hatte vorhin einer auch einen. Noch einen Ring, gut. Da hat sich jemand durchgegraben, das war wohl einer der Zwerge. Wo ist der Tempel? Das ist ein Hardware-Store. Was hat der so Schönes? Eine Lampe. Lockpick. Die Figurine eines Yellow Lights, ja. Sehr sinnvoll. Blindfold, Towel, Key, Lockpick schon wieder. Tin Opener, Large Box, okay. Schon ein paar nützliche Items. Da kaufe ich mir wahrscheinlich gleich was. Nämlich den Key und vielleicht die Lamp. Kommt drauf an, wie teuer sie ist. Wenn es eine Magic Lamp ist, nehme ich die auf jeden Fall mit. Allein schon, um Licht zu haben und später noch einen Wunsch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wo ist der Tempel? Da. Okay, ist nicht meiner, aber ist ja auch egal. Ich brauche ja nur den Klumbotsch. Waren das jetzt alle? Nee. Ja, Seite 2. Okay, uncursed, 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 uncursed. Da ist irgendeine Potion verflucht. Ja, buch, bitte sehr. Eine der Ringe ist verflucht, das heißt, es ist wahrscheinlich Unsichtbarkeit oder Teleport oder so Zeug. Aber jetzt haben wir wenigstens mal Gewissheit, dass wir unsere Rüstung anlegen können. Aber Class 4, hey, das ist ja fast schon nicht scheiße. Sondern nur noch halbwegs. Aber dann guckt man sich mal wieder an, wie die Schadensberechnung in NetHack funktioniert und stellt fest, doch, das ist immer noch ziemlich scheiße. Okay. Wir haben übrigens rausgefunden, dass der Beutel hier nicht verflucht ist, der Debeutelar. Das heißt, wir packen da mal das Zeug rein. Oh, schon was wir noch rein. Die Sleeping Potions kann man später noch in Brunnen tunken. Dann kann man da Wasser draus machen. Das ist sehr wichtig. Ja, und die Pickaxe, klar, ich muss ja in die Shops rein. Das ist eigentlich irgendwie, warum packe ich das Gold da rein? Das kann ich gleich wieder rausholen, um zu bezahlen, aber egal. Mach mal kurz was mämpfen. Gut. Das hat noch funktioniert. Hat die mir wieder viel abgezogen. Gott, oh Gott, Hauskatze. Okay, immerhin meine Attribute steigen. Das ist sehr wichtig. Okay, das ist eine Öllampe. Ja, meinetwegen. Ich nehme sie trotzdem. Blindfold. Wo war der Schlüssel? Hier. Was sind so die essentiellen Items? Was ist hier eigentlich drin? Ja, verschlossen. Nee, die mache ich jetzt nicht auf, wenn sie explodiert. Ja, das riskiere ich nicht. So. Nochmal kurz zum Altar. Zum Altar. Zum Altar. Zum Altar. Alter. Alter. Spotted Jelly. Also fucken kacken. Ja, und Splash. Ich überlege gerade, ob ich Dartpfeile oder die Wand of Fire benutzen soll, aber dann treffe ich am Ende den Priester dahinter. Nee. Kann der sich bewegen? Können Spotted Jellies sich bewegen? Gridbug, hau ab. Ich habe das Gefühl, die können sich nicht bewegen. Cool. Ja, dann mach mal doch mal. Ach so, ich habe ja meinen Dagger. Ich habe das ja geswappt. Ja, ich könnte ihn auch mit dem Beutel verhauen. Vielleicht klappt's ja, aber. Ach, erstmal den da. Autsch. Kann ich mir das nochmal erlauben? Seems to flinch. Hä? Ist das das Äquivalent zu Turns to Flee oder so? Ja, anscheinend. Oh, das hat noch. Wieso macht das denn so viel Schaden? Wieso macht das denn so viel Schaden? 14 waren das. Ernsthaft? Was war denn das für ein Damage Roll? Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Ich dachte nicht, dass das so viel anrichten kann. Lass mich raten. Ich hatte Heiltränke. Natürlich hatte ich Heiltränke dabei. Extra Healing sogar.
Ja, Cursed war Teleport. Sustainable. Bläh. So ein Kack. Ach. Ja, da ist wieder mal gloriös vorgeführt, warum man mit jeder Klasse am Anfang vorsichtig sein muss. Nicht nur mit denen, die sowieso nichts auf der Brust haben. Und weil die Lektion ja so gut angekommen ist, machen wir doch direkt mal was mit einer Klasse, die nichts auf der Brust hat. Tourist! Let's go! Ich habe nicht viele Dartpfeile, ich habe überhaupt nicht viel Gold. Dafür habe ich sehr viel zu essen. Meine Kamera hat auch schön viele Charges, das ist ja völlig sinnlos. Ja, Kass hat es auch gerade vorgeschlagen. Warum denn nicht mal der Tourist? Warum denn nicht mal der Tourist? Eine Frage, die sich von selbst beantwortet. Touristen sind, nach allem, was ich gehört habe, ziemlich gut. Wenn man halt das Ende des Spiels irgendwann mal erreicht mit denen. Oder das Midgame. Aber am Anfang, das Early Game ist der absolute Albtraum. Yo, 2 Newts, das ist schon fast mein Todesurteil. Okay, hat noch gereicht. Ich habe nur 35 Darts, ey, wie soll das denn reichen? Ich muss dringend. Oh, ein Dart. Nein, nicht kicken. Ach, egal. So, mehr Darts. Gut. Die brauche ich. Ich brauche alles an Waffen, was ich kriegen kann. Huch. Achso, war Resist. Ja. Löschen. Nicht so wild. Das krieg sogar ich noch klein. Aber Alter, ich habe nur 10 HP. Ich habe nur 10 HP. Wobei, ich heul hier ja rum, aber der letzte Tourist, den ich hatte, hat ja Sokoban erreicht. Immerhin. Also, ist schon machbar. Aber meine Güte. Meine Güte. Wie man hier aufpassen muss. So, einfach alles mit den Dartpfeilen erstmal schlagen. Wenn irgendwas zu starkes ankommt, die Kamera benutzen. Oh, ein Amulett. Nicht schlecht. Ja, jetzt benutze ich mal die Kamera. L. Blip. Und Feuer. nur noch ein HP. Immer noch nur ein HP. Feuer? Gut. Das war jetzt fast Death by Gridbug. Das Peinlichste, was einem in der Tech passieren kann. So, jetzt bin ich mal sehr mutig. Quick Travel. Wer schmeißt hier mit Messern? Ah ja, der. So, rüsten wir das mal aus. Mit Dagger kann ich hier meinen Expert erreichen. Oh Gott. Ich habe ja auch meine extra Healing Potions, die sollte ich vielleicht auch nicht vergessen, ne, da, hier auf G. Hab zwar nur 2 davon, aber ich hab sie. Wenn's hart auf hart kommt, benutze sie. Okay, Idefix macht immerhin das, wofür er da ist. Ich kriege 3 weitere HP und einen Zauberstab. Was haben wir hier? Ah, das war Create Monster. Huch, was gerade passiert? Ah. Idefix hat wieder gemacht, wofür er da ist. Sehr schön. Okay, Wand of Create Monster. Ja, ein zweischneidiges Schwert. Gut, wenn man einen Altar hat. Schlecht, weil man damit Monster beschwört. Also, im generellen Fall ist das vielleicht nicht schlecht, aber ich bin ein Tourist. Hey, Food Ration. Das eins ist das eine, was ich nicht brauche. Ich brauche eine Waffe. Dringend. Alter, wie viel die mir abziehen. Ich brauche vor allem auch Rüstung. Ich glaube, das ist sogar noch wichtiger als eine Waffe. So, hey, Rüstung. Pink Potion, Hooded Cloak, Food Ration. Bitte sehr. Idefix, was meinst du? Okay. Gibt mir halt keine Armor Class, ne? Fickt euch doch. Was ist mit dem Dolch hier? Da, bupp. Idefix, okay, perfekt. Dann rüsten wir jetzt den aus. Und schmeißen das Ork-Ding wieder weg. Oh Gott. Woran werde ich sterben? Ich weiß jetzt schon, dass es irgendwas total Dummes sein wird. Was haben wir hier? Die Dungeons.
Die Minen waren nirgendwo, oder? Ja, vielleicht da rechts, aber... Mal gucken, ob sie hier sind. Das ist verschlossen. Oh Gott, ich sehe es ja jetzt gerade auch. Ich habe Stärke 12. Das ist doch alles furchtbar. Ja, also das... Es dauert zwar sehr lang mit den Touristen, aber wenn denn mal, ich habe die Legenden gehört. Oh, ein Green Mold. Okay. Aha, schon wieder ein Dartpfeil verloren. Ah, jetzt habe ich nur noch 32. Aha. Die sind ja gesegnet, das heißt, man verliert sie nicht so oft, wenn man sie schmeißt, aber man verliert sie. Früher oder später. Und wenn man bis dahin nichts anderes gefunden hat, zum Beispiel die Treppe, dann kriegt man aufs Maul. Die Treppe ist da rechts, nehme ich an. Das war eine Lischen. Habe ich die gerade getötet? Nee, ich habe sie nur einmal getroffen. Wäre auch zu schön gewesen. Ich glaube, ich mache einen Schaden mit meinem Messer. Ja, okay, hungry. Eieieiei. Ja, ich habe die riesige Auswahl. Das ist ein Yellow Mold, den schießen wir zu Tode. Und weiter geht's. Pink Potion Spellbook. Okay. Das mache ich auf dem Level, wo ich weiß, dass gerade keine Monster unterwegs sind. Detect anziehen. Ja, Level 3 Divination. Keine Chance. Aber Divination kann ich sogar lernen. Ich brauche halt erstmal Level 1 Divination. Was ist denn Level 1 Divination? Light, glaube ich. Ja, ich glaube Light. Vielleicht auch Create Monster? Nee, Create Monster war was anderes. Das war, glaube ich, Clerical oder so. Ja, aber ich müsste mich da mal hochbaldobern. Weil das bringt mir jetzt gerade mal gar nichts, diesen Zauber zu kennen. Ach Gott. Vor allem, weil ich vermutlich sowieso irgendwann See Invisible als interne Eigenschaft kriegen werde, dadurch, dass ich irgendeinen Invisible Stalker mampfe oder so. Okay, hier sind die Minen. Und da ist ein Hund. Ja. Naja, aber zwei Haustiere. Genau. Idefix, töte ihn. Hey, ein Shop. Idefix, beklau ihn. Hallo, aller Schnabberdabab. Was haben wir denn hier? Oha. Oha, der ist ja scheiße teuer. Das. Jetzt weiß ich nicht, wie war das nochmal für Touristen? Ich glaube, Touristen unter einem bestimmten Level kriegen immer einen Preisaufschlag. Und ich krieg gleich Ausschlag. Das. Aber das kann doch nicht. Mein Charisma war auch Level 12, also. Oh. Das könnte was richtig Gutes sein. Das ist, glaube ich, Genocide oder. Naja, oder Amnesia oder Punishment. Die sind ja, glaube ich, alle so teuer. Aber wenn hier noch Identify rumliegt, zum Beispiel der könnte es sein. Identify turns to flee. Ah. Fensterbohr Gaffe ist Scare Monster. Das können wir uns mal merken. Das merkt man daran, dass alle um mich rum gerade vor mir fliehen. Und ist vermutlich Identify. Einfach nur aufgrund des Preises. Komm, den kaufe ich mir mal. Idefü, trag mir doch mal Identi. Okay, ich musste gar nicht dafür zahlen. Dann. Mal schauen. Ja, Identify. Punishment. Ja, schade. Das bringt mir nicht so viel. Aber es war in derselben Preisklasse wie Genocide. Das wäre natürlich extrem nice gewesen, direkt auf Dungeon Level 4 schon so einen geilen Scroll zu kriegen. Aber man kann nicht alles haben. Was war das? Ach, ein Dart. Okay, ja, ich könnte versuchen, diese Falle zu untrappen, um mir mehr Dartpfeile zu generieren, aber ich habe echt Schiss, dass dann noch ein Dart rausschießt, vergiftet ist und mich... Ach komm, weißt du was? YOLO McDolo. Okay, ja. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, da ist mein Glück nicht hoch genug für, dass das funktioniert. Okay, hier sind die Minen. Idefix, bleib bloß bei mir. So, nein. Da lang. Oh Gott. Oh Gott. Wenigstens sind sie nicht dunkel, aber es ist trotzdem. Oh Gott. Ja, mach was. Okay, er levelt auf. Sehr gut. Halt dein Maul, Ward of Striking. Jetzt wird's Zeit für extra Healing. Hat er einen Zauberstab? Ey. Oh, jetzt kommen sie von allen Seiten. Okay, maximale Vorsicht. Maximale Vorsicht.
Tap, tap, tap. Wow. Okay, der ist direkt offscreen gestorben. Tap, 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 tap. Okay, da gräbt jemand. It is hit. Wo kommst du jetzt her? Hallo, da du, da du. Extra Healing. Ach du Heiliger. Alba, also wie war's, wo, wie war's, wo, wer war, wie war, wie Waffel. Mann, was, vermutlich die Kamera. Vermutlich hätte ich die Kamera benutzen sollen. Um den Zwerg wieder abzu. Ja, mein Gott. Ach, ist wieder so dumm. Ich hätte auch beten können. So vermeidbar. Weißt du was? Das machen wir nochmal. So, einfach nur, weil es so dumm war. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Wie viele Darts habe ich jetzt? Oh, es wird immer weniger. Jetzt habe ich dafür mehr Gold, immerhin. Ja, die Kamera hat auch noch halb so viele Ladungen. Alles in Gold gegangen diesmal. Ja, warum auch nicht? Ich bin reich, ich bin schön. Es bringt mir leider nichts. Weil ich glaube nicht, dass ich so lange überlebe, bis ich den ersten Priester finde. Wenn ich nicht auflevel. Und das heißt, das bisschen Gold, was ich hier habe, reicht nicht aus, um mir am Ende Protection zu kaufen. So. Ja, stimmt, ich habe diesmal einen Punkt Stärke mehr. Guter Hinweis, Kass. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ach komm, YOLO. Natürlich nichts drin. Wundert mich gerade, dass keine Giftgasfalle drauf war. Auf leeren Truhen ist meistens immer das fieseste gekackt drauf. Da fällt mir auch mal ein. Ich sollte mir mal angewöhnen, die Dinger zu untrappen. Weil damit findet man ja unter Umständen Fallen. Ich glaube, das ist aber geschicklichkeitsabhängig oder so. Und meine Geschicklichkeit ist grottenübel. Das heißt, bei mir funktioniert es vermutlich nicht so gut. Funktioniert. Ja, genau so spricht man das aus. Ratten, dreckige Ratten. So. Idefix, komm her. Zeig mir doch mal, was sagst du denn zu diesem Helm? Anscheinend gut. Hey, ein Punkt Rüstung. Das macht tatsächlich einen ganz schönen Unterschied auf jedem Rüstungswert über 0. Da ist jeder Punkt wichtig. Ach komm, die Gridbugs. Oh, das gibt's doch nicht. Na, oh, da ist jemand im Chat. Hallo. Okay, ja, die Truhe, die traue ich mir jetzt nicht. Wobei, warum eigentlich nicht? Macht doch überhaupt keinen Sinn. Ich überprüfe das bitte einfach dreimal. Viermal. Okay, jetzt bin ich mir sicher. Das heißt, jetzt muss die Kreditkarte, die ist auf hier. So. Ups, so. Falsche Taste erwischt. Und das hat sich nicht gelohnt. Aber immerhin. So, der. Okay, der erste Scroll. Ich wage es noch nicht, damit irgendwas anzufangen. Ist hier vielleicht irgendwo eine Tür? Irgendwo? Was war das? Oh, meine Attribute gehen hoch. Geschicklichkeit geht hoch. Okay, perfekt. Das ist sehr wichtig. Hey, Level 2. Diesmal habe ich 8 HP mehr bekommen. Siehste, so kann das gehen. Ach ju, ich habe ja auch Konstitution 18. Nicht schlecht. Da kriege ich ja sogar einigermaßen viele HP. Dann kann ich ja nur gewinnen. Jetzt spiele ich's durch. Nee, das ist alles Quatsch. Und das sind die Dungeons. Und das ist eine Statue. Okay. Wieder fix herkommen. Was war das gerade? Ach, ich werde hungrig. Ja, das ist kein Problem. Hoppala. Falsche Taste erwischt. Ein Amulett. Das ist auch nicht schlecht. Wobei es wahrscheinlich nichts Brauchbares ist, aber immerhin. Wobei es ist auch schon vorgekommen, dass ich auf sehr frühen Dungeon-Leveln direkt Lifesaving gekriegt habe. Also, ist möglich. Passiert nicht oft, aber ist möglich. Closed for Inventory, das glaube ich nicht. Hallo. Ah, ein Bookshop. Perfekt. Idefix.
Idefix? Na, kommst du her? Komm, komm. Dup, dup, dup. Mein Gott, wie das einfach nicht funktioniert. Habe ich eine Tribration dabei? Ja, habe ich. Wieso kommst du da nicht her? Das soll ich mir eigentlich aus der Hand fressen, wenn ich. Ja, genau, so. So. So, jetzt nehmen wir alles mit, was dir unter die Schnauze kommt. Perfekt. So, kurze Belohnungs-Tribration. Wo haben wir sie? Die ist auf C. Okay, Verjet Horre war das. So, wir nehmen einfach mal. Genau. Ja. Perfekt. Na, das. Ach Gott, diese. Der dumme Helm. Hör auf, mir den hinterher zu tragen. Ich brauche die Schriftrollen. Okay, perfekt. Wieder Verjet Horre. Ach komm. C. Ich vergesse es immer wieder. Perfekt. Einer geht noch. Kern und Well, okay. Also theoretisch kann man so den kompletten Shop ausräumen, aber das dauert halt wirklich extrem lange. Ich nehme jetzt nur die paar mit, die, genau, die er mir eben hinterher trägt. Und dann gucke ich mal, was es noch so für Preise gibt. Veriatorre ist Identify. Das dachte ich mir schon fast. So, dann haben wir hier Fnord, okay, das ist ein Standard. Ich habe mich vertippt. Na komm, die Zeit muss sein. So, besser. Number 9. Das ist Enchant Weapon, wenn ich mich nicht krass irre. Ich glaube, der einzige Scroll, der so viel wert ist, ist Enchant Weapon. Ich weiß aber nicht, wo die 9 her. Also eigentlich sind es 80, nicht 89. Oh, wobei diesmal ist mein Charisma relativ hoch. Es kann sein, dass das eine Preisklasse drüber ist. Und ich deswegen. Ich weiß es nicht. Also ich vermute. Mal gucken, ob ich noch einen anderen in dem Preis Range finde. Wobei da war gerade eine 67 wert. Boah, da weiß ich nicht genug über die. Über die Scrollpreise. Ach, wobei, das war ja schon wieder Number 9. Moment mal. Dann ist vielleicht einer gesegnet oder der andere verflucht. Das kann natürlich sein. Ach, weißt du was, die nehme ich jetzt. Ich glaube, das ist Ancient Weapon. Und Ancient Weapon ist nie schlecht. So. Genug geshoppt. Zeit zu sterben. Okay, wenn er ihn mir hinterher trägt, dann sage ich auch nicht nein. Aber jetzt ist wieder gut. Jetzt habe ich, glaube ich, erstmal genug Scrolls. Ach so, trägt mir noch ein Identity für hinterher. Das ist gut. Von denen kann man nie genug haben, wenn man den Zauber nicht lernen kann. Ich kann den Zauber lernen, ich habe ja Divination. Aber der ist, glaube ich, sehr hochstufig. Ich glaube nicht, dass ich den sprechen kann. Wobei, vielleicht, wenn ich es wirklich ganz hoch geskillt habe, ja, mal gucken. Mal gucken. Ich glaube sowieso, da muss ich das Spiel erstmal so weit entwickeln. Und das ist. Es kann jederzeit vorbei sein als Tourist. Und jetzt wieder willkommen bei der großen Abendshow. Wo zum Fick ist die Kacktreppe? Hier schon mal nicht. Aber das ist jedes Mal so ein. So, vielleicht hier. Ja. Er hat zwei Darts verloren. Ich habe nur noch 17. Ich habe nur noch 17 Darts. Das ist doch nicht wahr. Okay, Spellbook. Scheint nicht verflucht zu sein. Wir machen das aber wieder hier oben. Mal gucken. Polymorph. Das ist natürlich extrem geil. Kann ich Meta-Spells lernen? Nein. Polymorph ist was? Level 7? Level 6. Ja. Keine Chance, dass ich den jemals sprechen kann. Keine Chance. Aber egal. Wieso verkaufe ich das Zauberbuch eigentlich nicht?
Da ist ja ein Bookshop. Ich meine, wenn er schon da ist, ich beschwere mich nicht über Extra-Taster. Oh Gott, ich habe meinen Hund unten gelassen. Oh, das ist sehr scary. Okay, alles noch gut. Hier, Spellbook auf, Polymorph. Da, boop. Ja, bitte sehr. 200 Öcken. Bin ich einverstanden. Oh, ein Iguana. Manu. Das hat übertrieben lang gedauert. Gott, oh Gott. So, wieder zurück bei meinem Hund. Und übrigens immer noch nicht die Minen gefunden. Ach, Cave Spider. Okay, Vorsicht mit der zweiten. Oh, Kamera. Klack. Okay, danke. Danke, Edifix. So wenig HP. Aber immerhin. Tribration. Keine Tribration. Extra Healing. Kamera. Okay. Dart. Nanu. Idefix. Idefix. Okay. Scheint tot zu sein. Okay. Puh. Okay, da ist der Scroll. Name ist Fnord. Da sind die Minen. Uiuiui. Nee, ich muss in die Minen. Ich kann nicht in den Dungeons bleiben. Ich muss in die Minen. Ich habe keine Rüstung. Wo soll ich sie herkriegen, wenn ich aus den Minen? Alter, meine Darts. Ich bin so tot. Wo ist mein Hund eigentlich abgeblieben? Da. Na, dann komm mal her. Geben wir uns die Kugel. Moment mal. Das ist doch... Oh Gott, das ist das Bones-File. Was hat mich vorhin umgebracht? Ich weiß es gerade nicht mehr. Das war die Valkyrie, die hier gestorben ist, oder? Ich glaube schon. Was hat die Valkyrie nochmal geschlachtet? Oder war es der Caveman? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es jetzt. Es ist keine halbe Stunde her. Ich weiß es nicht mehr. Das D ist dein Hund. Ach so, da kennt jemand Netek nicht. Ja, alle Monster werden hier durch Buchstaben dargestellt. Das kleine D steht für Dog und ist natürlich mein Hund. Was hast du denn gedacht? Es gibt doch ein kleines F, das heißt... Oh mein Gott. Komme ich hier durch? Ja. Alter Krokodil. Okay, alles klar. Mein Hund hat sich drum gekümmert. Hau ab da. Okay. Ich bin immer noch taub. Okay, jetzt kann ich wieder hören. Magic Trap. Idefix, ne? Idefix. Okay, Idefix versus Idefix, das Duell der Götter. Perfekt. Nein, Baby Crocodile ist nicht neu, Cast. Die gab's in 343 auch schon. 3.6 hat keine neuen Monster eingeführt. So. Wo ist das Grab? Und okay, da ist schon mal ein Hobbit. Ah, da ist das Grab. Und der Geist. Der hat dem Hobbit den Weg blockiert. Das ist gut. Geister können nämlich nur einen Punkt Schaden machen. Ach ja, da, wo der Geist ist, ist eine Rolling Boulder Trap. Da sollte ich vielleicht nicht drauf treten. Das hat den Caveman umgebracht. Wie ich ihn nicht treffe.
Rotz. Okay, weißt du was? Ich warte, bis jemand hinterherläuft und den Weg frei macht. Und dann tritt der Hobbit auf die Rolling Boulder Trap und tötet meinen Hund. Okay, vielleicht auch nicht. Mein Gott, das kann jetzt eine Weile dauern. Der bringt mich noch um, ne? Ich sag's euch jetzt schon mal, ich nehme es einfach schon mal voraus. Der bringt mich noch um. Mit seinem Einpunktschaden. Okay, ich kümmere mich erstmal um den Hobbit vielleicht. Lebt der noch? Ja. Und tritt drauf, tritt drauf, tritt drauf. Ach nee, ich hatte eine Scroll of Scare Monster, oder? Der tritt da nicht drauf. Hatte ich eine? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls, Rune Dagger. Perfekt. Das ist alles so schlecht. Ich habe nur noch 9 Darts. Ich muss jetzt anfangen, Messer zu sammeln, damit ich die werfen kann. Ich könnte übrigens auch mal, ja, weißt du was, das mache ich jetzt auch. Identify Zeit. T ist Light. Light? Okay, bitte sehr. Stinking Claw. Oh. Nicht schlecht. Gold Detection, das ist Stuhl. Teleportation. Gut. Einmal bitte noch. Was ist Fnord? Confuse Monster. Ja, okay, das Amulett. Gut. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Und Potion of Sickness. Ja, come down with the sickness. Aber Amulet of Reflection, das ist sehr, 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 sehr praktisch. Dass ich das schon random so früh finde. Nicht schlecht. Also Reflection und Magic Resistance sind die wichtigsten zwei Resistenzen, die man fürs Endgame braucht. Weil Reflection sorgt im Wesentlichen dafür, dass kein Angriffszauberstab dir mehr sonderlich was kann. Weil das alles irgendwelche Strahlen sind, die abgeschossen werden auf dich und die dann... Dieser Geist, ne? Und die dich dann frittieren. Wenn du aber Reflection hast, prallen sie einfach von dir ab. Ohne dich groß zu beschädigen. Und die andere Resistenz, die man braucht, Magic Resistance, die hat mit allem zu tun, was einem sonst so noch beuteln kann. Zum Beispiel Force Bolt oder die Wand of Striking. Die benutzt keinen Strahl, sondern ja, haut dich einfach mit irgendeiner unsichtbaren Kraft. Ich bin ein Dagger halt unskilled, ne? Ich bin in allem unskilled, außer in Dart. Und von den Darts habe ich nur noch 10 Stück. Und nicht mal damit treffe ich ihn. Warum haben Geister eigentlich, wieso können Geister immer so gut ausweichen? Für also am Anfang des Spiels. Es kann doch nicht sein, dass der eine ernsthafte Gefahr ist. Diese Boulder Trap übrigens, ne? Wenn ich eine Pickaxe hätte, könnte ich einfach die Wand hier rechts weggraben, dann könnte ich drumrum. Und den Felsen aus dem Weg räumen und dann ist die Falle nämlich auch nicht mehr gefährlich. Aber wenn ich jetzt da drauf latsche, zieht die mir wahrscheinlich wieder 20 HP ab oder so und da habe ich jetzt gerade nicht so wirklich Bock drauf. Weil ich nicht so wirklich viel HP habe. Das heißt, ich tanze jetzt erstmal ein bisschen um den Geist rum. Dass der mich... ich werde gerade gefragt, ob ich die Falle nicht untrappen kann. Nein. Rolling Boulder Traps kann man nicht untrappen. Es sei denn, man steht drauf und gräbt ein Loch nach unten oder so, aber sonst nicht. Mein Hund hat ADS. Hä? Was meinst du damit? Weil er die ganze Zeit daneben haut oder was? Erinnert er weniger an Legend of Zelda? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Weil es ein RPG ist, oder was? Ich soll meinen Hund vorschicken auf die Rolling Boulder Trap. Ja, ja, genau. Ach so, weil er so rumhüpft. Ja, das ist der Haustier-Bewegungsalgorithmus in NetHack. Die... Ach, weißt was, komm, scheiß drauf. Identify, Gold Detection, Potion, Potion, Potion. Und Ram. Alter, hat das gezogen. Gut. Jetzt machen wir die erstmal unschädlich hier. Klick. Aber weil der Felsen direkt daneben war, ist nichts passiert. Damit blockieren wir jetzt auch erstmal schön den Zwerg. Ah, der Geist. Vorsicht, der ist gerade überraschend gefährlich. Ich habe nur noch 8 HP. So. Es ist so lächerlich, dass... ich mit diesem Geist mich jetzt so lange aufhalte. Miss, miss, miss. Missity, missity, miss. Miss, miss, miss. Pisse, piss, kack. Oh. Wie einfach nichts funktioniert. Hey, ein HP hat er mir abgezogen. Miss, 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 miss. Miss, miss, miss. Miss, miss, miss.
Wie muss das eigentlich aussehen für jemanden, der einfach jetzt gerade random vorbeikommt? Zwei, ein Typ und ein Hund beißen in die Luft, schlagen in die Luft schlägt zurück, keiner trifft. Ich hab ja. Nee, ich hab nix. Die Wand of Fire war ja der letzte Tourist. Den finde ich wahrscheinlich auch noch. Scroll of Stinking Cloud. Naja, gut. Das ist, glaube ich, auch eine. Das ist, glaube ich, auch. Die ist ähnlich teuer wie Genocide und Punishment. Das ist ein Angriffs-Scroll. Die einzige Schriftrolle, mit der man tatsächlich sinnvoll angreifen kann. Vielleicht mit der Ausnahme der Scroll of Earth, die Felsen von der Decke regnen lässt. Aber Stinking Cloud gibt dir eben einen Punkt, den du auswählen kannst. Und an diesem Punkt wird eine riesige Giftwolke erzeugt. Und alles, was da drin ist, ist eigentlich dem Tod geweiht. Das ist sehr praktisch. Sehr gut, wenn man irgendwie gegen große Horden von Monstern angeht. Nicht so praktisch, wenn man nicht selber giftresistent ist und sich selber damit trifft, weil das tut richtig weh. Das zieht, ich glaube, pro Zug 10 HP oder so ab. Da bist du richtig schnell tot. Was ist hier eigentlich noch so? Ach ja, Steine. Nur Steine. Und eine Lederrüstung, aber die ist jetzt verflucht, weil sie aus einem Grab kommt. Da ist noch der Hobbit, ne? Ja. Und eine Acid Blob. Gut, die ist nicht gefährlich. Die macht ja nichts. Natürlich hat der Dartpfeil. Habe ich aber auch. Es ist der Geist im Weg. Und er teleportiert weg. Bitte sehr. Meine HP sind bedenkenswert niedrig. Die Acid Blob will mich, oder? Ja, die kommt auf mich zu. Ja, bitte sehr. Mach doch. Acid Blobs haben keinen direkten Angriff. Die schlagen nur zurück, wenn ich sie töte. Und Idefix beißt natürlich volle Kanne rein. Lass dir's schmecken. Okay, noch eine Potion. Okay, er hat die Acid Blob erwischt. Danke für den Dart. Ah, Mist. Apropos Mist. Alter. Wie kann man denn so oft daneben hauen? Und jetzt der Gnome Lord. Das ist nicht so gut. Okay, der hat. Das hat noch. Jetzt wird's langsam eng. Dumm, die dumm, die dumm. Dumm, die dumm, die dumm. Die dumm. Ei! Zeit für die Kamera. Klick! Hinfort mit dir. Nicht auf die Falle treten. Schmiss. Okay. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Jetzt geht's aber los. Jetzt kommen sie alle. Ich hätte den Felsen da oben nicht wegräumen sollen. Okay, alles klar. Das hat auch funktioniert. Kommt da noch einer? Ja, da kommt noch einer. Was ist das? Ein Iguana. Ich habe nur noch 4 HP. Weißt du was? Das riskiere ich jetzt nicht. Ich bete jetzt. Oh, hilf mir. Okay. Lebensenergie wieder aufgefüllt. Da fragt sich gerade jemand, wie Idefix wohl abgeht, wenn ein W für Wildschwein auftaucht. Guter Punkt. Ich soll die Treppe hochgehen und mich ausruhen. Pff, was bist du denn für einer? Natürlich nicht. Was ist das hier? Pussyhack? Nein, das ist Nethack. Scheiße, ich habe keine Dartpfeile mehr. Jetzt muss ich mich auf meinen Dagger verlassen. Ich glaube, das geht aber nicht. So wirklich. Immerhin, das hat noch funktioniert. Den treffe ich nicht. So, das ist ein Gnomish Wizard, ne? Das ist ein Zauberer. Ich soll nicht so rumheulen. Okay. Jetzt heule ich mal ein bisschen rum. Wie kann man das so oft daneben hauen? Okay, weißt du was? Jetzt nehme ich die Steine und schmeiß die. Weil, warum denn nicht? Obwohl, die Sling könnte ich auch noch... Warum eigentlich nicht? Das ist ja die Sling von meinem alten... von meinem Caveman. Naja gut, die ist halt verflucht. Ach ja, ich muss was essen. Danke, Kass. Das hätte ich jetzt gerade übersehen. Mam, mam. Ich könnte mir das eigentlich zunutze machen, um die Steinschleuder benutzen, um mal Steine zu schmeißen. Aber das Problem ist, die ist verflucht. Das heißt, wenn ich sie ausrüste, kann ich sie nicht mehr abrüsten. Dann laufe ich mit dieser Steinschleuder rum. Die ist zwar plus 2, das heißt, ich treffe damit sogar was, aber... So, nehm lieber wieder meine Dartpfeile mit. Die paar, die ich noch hab.
So. Ey, dieser Geist. Es ist ein Armutszeugnis hier. Hey, der ist mit einem Schlag gestorben. Das ist ja fast gut. So, da ist der Kobold von vorhin. Der hat Dartpfeile. Daran erinnere ich mich noch. Kommt der her? Ja, der kommt her. Oh, da ist der Geist. Ich komme nicht mehr zurück. Gut, dann muss es jetzt mal sein. Ja, natürlich. Bam, bam. Danke. Bam, bam. Das kann ich auch. Ach, das war jetzt... ich habe die Steine ausgerüstet. Jetzt. Dartpfeile. Ich habe zwar nur 4 davon, aber die tun weh. Wenn ich damit treffen würde, dann würden sie wehtun. Danke. So. Darts. Darts. Mehr Darts. Ganz viele Darts. Die brauche ich dringend. Sonst ist hier nichts. Da war ein Stein, den ich geschmissen habe. Ja, genau. Ich habe 9 Darts immerhin. Und die 3, die ich noch aus meinem Anfangsarsenal habe. Alter, ist das ein Werwolf? Okay, Werschakal. Ja, Kass, ich bin sicher, dass die Steinschleuder immer noch plus 2 ist. Das Enchantment geht nicht verloren, wenn du stirbst. So, ich... Ja, das war der letzte. Jetzt die anderen Darts. Kamera. Werschakal auf keinen Fall davon beißen lassen. Weil dann passiert genau das, was man erwarten würde. Was dann passiert. Und das ist so ziemlich das Beschissenste, was passieren kann. Das ist ultra nervig. Okay, das hätten wir schon mal. Ey, was ist das gerade für eine Kacksituation hier? Okay, eine Rüstung. Und ich bin überladen. Din, din, din. Kann ich wohl nicht mitnehmen, hä? Ja, das Ding ist halt, es gibt eine Gewichtskapazität, die man hier tragen kann. Wenn man anfängt, die zu überschreiten, dann ist man burdened. Und das heißt, dass man weniger Züge hat. Und das ist absolut tödlich in NetEgg. Das ist das eine, was man auf jeden Fall vermeiden muss, weil wenn die Gegner mehr Züge gegen einen haben, dann ist das ist ein Todesurteil. Es gibt Gegner, die haben so schon ultra viele Züge. Und wenn die noch mehr kriegen, ja, gut Nacht. So, was ist denn eigentlich noch so Phase? Ich habe auch ein paar Potions. Man könnte vielleicht nochmal ein Identify lesen. Ja, ja, das mache ich jetzt auch. Mal gucken, was diese Puce Potions zum Beispiel. See Invisible, okay. Cursed. auch Cursed, Enlightenment. Potion of Speed. Okay. Achso, ja, Cursed, das waren die, die ich vom Grab aufgehoben habe. Natürlich sind die Cursed. Ich habe eigentlich echt keinen Bock, diese Rüstung da liegen zu lassen, weil ich habe halt keine Rüstung. Und mein Hund hat mir auch gerade gesagt, dass die nicht verflucht ist, indem er drüber gegangen ist und sie aufgehoben hat und so Zeug. Das heißt eigentlich, ja, ich kann ja die Steine hier lassen, vielleicht wiegen die ja ziemlich was. Wenn ich die hier lasse, kann ich vermutlich die Rüstung mitnehmen. Dieser Geist. Ja, kann ich auch. Okay, dann anziehen. Okay, Armor Class 4. Kass sagt gerade, er war schon mal eine Valkyre auf Dungeon Level 24 oder so, war er burdened und war dann bis zum Ende des Spiels weiterhin burdened und hat's durchgespielt und meint gerade, wenn man fett genug gepanzert ist und einen Arsch voll HP hat, dann geht das schon. Ich sage, nein, du hattest einfach nur scheiß Glück. Eieiei. Okay. Aber so langsam... Also Armor Class 4 ist schon mal ein gewaltiger Unterschied zu... Was hatte ich davor? 9? Oder 8? Wie gesagt, wenn die Armor Class noch über 0 ist, dann ist jeder Punkt wichtig. Ich werde gerade gefragt, wo ich mit Kass rede, im IRC-Chat. Kass hat keinen Twitch-Account. Oder hat sich zumindest nicht mit ihm angemeldet. Ja, über 30 Genocides. Ja, komm, Kass. Kannst mir nicht erzählen, dass das an deiner Rüstung lag. Wenn du 30 Kreaturen aus dem Spiel entfernst. Okay, Goblin. Danke, danke, danke. Endlich kann ich Dagger aufleveln. So. Der Gnome hat sich gerade wegteleportiert. Da kommt eine Fog Cloud. Das ist sehr gut. Auf die kann man schön einschlagen. Wenn sie mich bitte auch mal... Danke.
Jetzt bin ich nämlich quasi vor allen anderen Monstern geschützt und die Fogcloud selber macht wie viel Schaden? 2. Ja, okay, die macht doch schon mehr als mir lieb ist. Aber normalerweise sind die komplett ungefährlich. Okay, Dart kann ich jetzt auch aufleveln. Ja. Ja. Weiß nicht, ob ich das machen soll. Ich glaube nicht, dass ich das ganze Spiel lang Darts benutzen werde. Für meinen Fernkampf. Ich glaube, ich werde auf Dagger umschalten. Ich hau immer noch sehr oft daneben. Okay, Yellow Mold Corps, die sollte man nicht essen. Die sind A, giftig und B, wird man davon high. Und in NetHack high zu sein, ist zwar lustig zum Zugucken, aber nicht so lustig zum Spielen. Und das riskiere ich als Tourist jetzt nicht. Weil wenn man high ist, dann werden alle Symbole, die man sieht, Items und Monster, wild durchgewürfelt. Und man sieht nicht mehr, was was ist. Vor allem sieht man nicht mehr, was sein eigenes Haustier ist. Und welche Kreaturen vielleicht friedfertig sind. Und dann haut man auf Sachen ein, auf die man besser nicht einhauen soll. Und jetzt werde ich gleich umzingelt. Das heißt, ich bleibe mal lieber auf der Treppe stehen. Oh, eine Bärenfalle. Yes, Idefix levelt hoch. Das finde ich gut. Jetzt bloß bitte... Ich würde mir sehr wünschen, dass hier keiner irgendeinen fetten Angriffszauberstab hat. Sonst bin ich nämlich echt tot. Wie ist der gerade auf die Bärenfalle gelatscht und nicht drin stecken geblieben? Naja. Wie viel HP hatte ich gerade noch davor? Ich bin jetzt gerade auf 18 gelandet. Ich weiß nicht, wie gefährlich das gerade ist. Kamerazeit. Klack. Ach, der kann nicht fliehen, weil er in der Bärenfalle steckt, ne? Ja, jetzt gehe ich wieder hoch. Das waren 2 auf einmal. Jetzt, wenn dieser Geist nicht wäre, würde ich hier jetzt einfach 200 Züge lang stehen bleiben oder so und warten, bis ich wieder volle HP habe. Ich habe auch keine Potions mehr, um mich zu heilen, ne? Nee, nicht wirklich. Ich habe eine Speed Potion, aber das bringt mir nicht sehr viel. Ich habe eine Potion of Sickness, aber die kann ich auch nicht wirklich brauchen gerade. Ach ja, ich könnte ja mal meinen Schlüssel noch auf... Nee, nicht auf L. Auf K, wie Key. Das ist so meine Standard. Unicorn Horn immer auf U, Lamp immer auf L, Key immer auf K. Findet man es schneller. Und Bags immer auf B. Dieser dumme Geist. Treffe ich ihn denn mittlerweile? Jetzt, wo ich Dagger aufgelevelt habe, kann ja nur gut laufen, oder? Nope, 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 nope. Das ist doch unglaublich. Ich erinnere mich nicht daran, dass dieser Caveman so gut gerüstet war, dass ich den dauernd verfehle. Ja, das trägt dich hier die ganzen Steine durch die Gegend. Das, bitte sehr. Kannst du ja dem Gnomen, dem Geist an den Kopf werfen. Oh, ein Rockmole. Ein kleines, eine Ameise. Oh, oh. Ja. Jetzt wird's wieder mal Zeit für Elbereff. Okay, das hat sogar funktioniert. Miss, 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 hit. Ei. Okay. Gut, Elbereff ist schon wieder weg. Kackdrecksameise. Ja. Also Ameisen sind in NetHack so ein kleines Spezialfältchen. Man möchte eigentlich meinen, das wäre nicht so wild, aber die sind wirklich krass gefährlich. Die normalen noch nicht so sehr, aber es gibt dann später noch 2 andere Varianten. Fire Ant, die einen in Brand steckt, und Soldier Ant, die giftig ist und 10 Millionen Züge hat. Und die sind dann wirklich, die beenden sehr viele Spiele. Vor allem, wenn man noch keine gescheite Rüstung hat. Und ich habe keine gescheite Rüstung. Armor Class 4 ist nix. Oh, aua, da ist eine Falle in der Decke. Jetzt einfach nur ein bisschen rumtanzen. HP regenerieren. Ich kann es leider nicht im Stillstand machen, weil dieser dumme Geist mir hinterher rennt. Es ist so dumm. Das eine, was ich im Bones-Fall nicht tot kriege, mein eigener Geist. So, da ist die Ameise wieder. Feuer. Feuer. Kamera.
Klatsch. Okay, das hat funktioniert. Mampf. Oh Gott, ey. Dieser dumme Geist. Stirb. Bitte. Hey, ein Treffer. Der erste. Von nur 2000, die ich brauche. Gott, ey. Es ist so dumm. Ich gehe jetzt wieder runter und lass mich von den Gnome Lords verprügeln. Idefix, komm mal her hier. Jetzt kommt der Geist, ne? Der folgt mir, glaube ich, auch die Treppe runter oder so. War das nicht so? Ich weiß es nicht. Komm, jetzt komm mal hierher. Ja, lustig wäre es natürlich, wenn ich meinen Bones-Fall verrecken würde und dann einen zweiten Geist generieren würde. Ja, das kann auch passieren. Und es ist auch gar nicht mal so ungewöhnlich, weil die meisten Male, wenn Bones-Falls generiert werden, stirbt man an irgendwas extrem Starkem oder verhältnismäßig Starkem. Miss, Hit und tschüss. Aber einer ist wenigstens tot, oder? Den hat Edifix gerade gekillt. Dop, 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 ja. Die meisten Monster gehen durch Edifix kaputt, nicht durch mich. Jetzt überlegt mal, wie es aussehen würde, wenn ich ihn nicht dabei hätte, ja. Das ist, kannst du dir gar nicht ausmalen. Na gut. Für den Fall der Fälle habe ich eine Teleportationsschriftrolle. Das heißt, wenn ich in irgendeine Ecke gepinnt werde, dann kann ich mich tatsächlich sogar retten. Aber dieser dumme Geist. Hier komme ich nicht durch. Ist zu eng. Habe ich eine Pickaxe? Nein. Noch nicht. Mit Pickaxes kann man sich nämlich durch die Wände durchgraben. Das ist sehr praktisch. So langsam geht mir der Geist auf die Nerven. Wie sieht es bei euch aus? Macht es Spaß, zuzugucken hier? Sehr gut, Idefix. Beiß ihn. Knirsch ihn, danke. Fizzy Potion ist full healing. Okay. Ornamental Cope. Oha. Ornamental Cope. Das ist ein Mantel, der unter Umständen... Oh, dankeschön. Glückskeks. Was steht denn drin? A priest can get the gods to listen easily. Das ist sogar einigermaßen glaubwürdig. Hier. Ornamental Cope. Edifix, was ist das? Okay, nicht verflucht. Anziehen. Cloak of Protection. Armor Class 0. Oh yeah. Das Hängen. Oh ja. Twitch kann gut sein, dass Twitch rumspackt. Also bei mir wird mir zumindest angezeigt, dass die Übertragungsrate ziemlich flawless ist. Da kommt ein Ork und ein Zwerg und mein Geist. Und noch ein Ork. Ja, tschüss. Und der Geist kommt mit. Na, ganz toll. Jetzt bete ich wieder. Und es hat nicht funktioniert. Ja, jetzt bin ich tot. Gut, aus irgendeinem Grund war mein Gott sauer. Ich weiß nicht warum. Aber jetzt habe ich ein Level verloren. Und nur noch ein HP. Jetzt lese ich meine Scroll of Teleport. Spuip! Gut, mein Edifix macht schön weiter. Jetzt muss ich mal zugucken, dass ich Land gewinne. Weil jetzt bin ich des absoluten Todes. Wenn mich jetzt was angreift. Okay, das ist jetzt echt scheiße. Warum war mein Gott jetzt sauer? Was habe ich denn gemacht? Habe ich einen... Ach, fick dich doch. Ich habe alles in meiner Macht Stehende getan. Wann habe ich das letzte Mal gebetet? Das war nicht so lange her. Verdammte Kackbratze. Okay, das ist eine... Na. Das ist eine Tin Whistle. Das heißt, die brauche ich nicht. Jetzt lese ich mal kurz Magic Mapping, um zu wissen, wie das Level aussieht, weil ich will jetzt nicht blind durch die Gegend rennen und in ein Monster reinrennen. Naja, durch den Korridor gehe ich jetzt nicht. Das ist mir zu scary. In Korridoren sieht man nur ein Feld weit. Wenn ich da in irgendwas reinrenne... Hey, meine Stärke geht hoch. Das ist nicht schlecht. N200. Punkt. Was ist das? Floating Eye. Gut.
keine Leiche hinterlassen. Naja, schon weniger gut. Floating Eyes sind so ein bisschen speziell. Die sollte man nicht im Nahkampf angreifen. Das ist eine sehr schlechte Idee. Wenn man das nämlich macht, dann guckt man in das große glubschende Auge und kann nicht mehr weggucken. Und dann steht man still für ungefähr 200 Züge. Und das ist eigentlich in jedem Fall ein Todesurteil. Weil da hat halt alles um dich rum 200 Züge lang Zeit, um volle Kanne auf dich einzuschlagen. Ein Homunculus, der kann mich einschläfern. Fuck. Wo waren die anderen Darts da? Der hält ja viel aus. Ich kann auch nicht mehr teleportieren. Und nicht beten. Und hab nichts zum Heilen. Jetzt muss ich auf ihn einschlagen. Es geht nicht, obwohl ich könnte noch Elberef probieren. Hat auch geklappt. Kamera hätte ich auch probieren können. Probiere ich jetzt auch. Klatsch. So, jetzt ist er nämlich schön geblendet. Jetzt kann ich mit meinen Darts auf ihn einschießen und verfehlen wie ein Wahnsinniger. Idefix, mach was. Okay, er blockiert ihm schon mal den Weg. Das ist ganz gut. Sehr gut. Und Idefix levelt auf seine Maximalstufe auf. Oh yeah. Und das heißt, vielleicht heißt das, dass du den Geist mal langsam... Wäre das möglich? Anscheinend nicht. Das gibt's doch nicht. Was für eine Nervensäge ich bin. Monculus. Nein, Homunculus. Ein Homunculus ist ein künstlich hergestellter Mensch. So ein Konzept aus der alten, mittelalterlichen Alchemie. Black Naga Hatchling. Ja, wahrscheinlich längst verfault. Aber unter Umständen gibt mir das Giftresistenz, wenn ich das mampfe. Was war da unten nochmal Schlimmes? Oh ja. Typ, der eine Pickaxe hat. Das hier ist nur Gedöns. Ja. Hör auf, meinen Hund zu schlagen. Okay. Da kommt noch ein Gnome. Da kommen noch zwei Gnome. Immerhin, ich treffe sie auch mal. Aber ich mache halt nicht viel Schaden, ne? Okay, was ist hier Schönes? Schuhe. Okay. Und eine Pickaxe. Okay. Brauche ich. Habe ich noch die Ringmail an? Ja, Chainmail. Es wäre natürlich gut, wenn hier irgendjemand Mithril hätte. Das ist eigentlich die beste Rüstung fürs Early Game. So. Idefix. Okay, die Schuhe sind nicht verflucht. Das heißt, wir ziehen sie an. Armor-Class minus 2. Okay. Jetzt sind wir schon mal einigermaßen in Gefilden, wo man sagen kann, jetzt muss man sich nicht mehr ganz so krasse Sorgen um jedes einzelne Monster machen. Es ist immer noch nicht gut, aber es ist schon mal besser. Okay, da kommt zum Beispiel eine Acid-Blob. Die ignorieren wir mal schön. Okay, Idefix macht sie schon. Ich kann natürlich mal versuchen... Mampf? Okay. Ja, wenn man die isst, verliert man HP, weil sie halt Säure, nur aus Säure bestehen. Aber es gibt, glaube ich, eine Chance, dass sie einem Giftresistenz geben. Das ist die eine Sache, die ich langsam echt gerne hätte. Giftresistenz. Oh, das ist schon wieder ein Ork, ne? Nee, eine Nymphe. Dann gehen wir mal ganz schön in die andere. Wenn die Nymphe jetzt wach ist, dann kotze ich. Sie ist wach. Das ist ziemlich scheiße. Und warum das scheiße ist, wird man sehen, sobald sie mich erreicht. Sie ist nämlich schneller als ich. Oder? Ja, vielleicht nicht, vielleicht komme ich noch weg. Gut. Wo ist eigentlich mein Town? Sind wir an der Stadt vorbeigerannt, oder was? Das ist eine Lampe, ja. Leider werde ich jetzt gleich wieder von Monstern umzingelt. Ich soll ein Foto von der Nymphe machen, okay. Los, Nymphe, komm mal her, ich mache ein Selfie. King! Und jetzt stirb. Und jetzt stirb. Und jetzt stirb. Ching! Achso, die ist immer noch blind. Badum, 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 bam, 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 klatsch. Dam, badam, bam, batsch. Dam, badam, Idefix, komm mal her hier. Ja, tot durch Bärenfalle, wie auch immer das funktionieren soll. So. Oh, ein Zauberstab. Das ist gut.
Bart, dreh um, wie sagt man tot oder nicht, Hauptsache Sex? Was? Ist das ein Zitat, das ich nicht kenne? Okay, Engraving vanishes. Das heißt, wir haben hier TIC, Teleport, Invisibility oder Cancellation. Was das genau ist, weiß ich nicht. Es kann alles von den dreien sein. Aber es sind drei relativ gute... Okay, das wieder eine Pfeife. Das brauche ich nicht, ich bin schon eine. Das war eine Teleportationsfalle. Und hier ist noch... Oh, der hat Dagger. Sehr gut. Die brauche ich. Hooded Claw, Card Shoes, Food Ration. Ah, Food Ration. Natürlich doch. Oh, ich würde gerne diese Ringmail, diese Chainmail gegen irgendwas Geiles austauschen. Jetzt muss ich irgendwas hier lassen. Beispielsweise die Potion of Sickness. Wer braucht die schon? Was war das? Beginning to feel hungry. Hey, wie die Faust aufs Auge. Food Ration, Mampf. Dagger, her damit. Die muss ich sammeln wie ein Wahnsinniger. Wie so ein irrer Horter muss ich die sammeln. Das wird meine Hauptfernkampfwaffe. Dagger, Dagger, Dagger. Oh yeah, hit, 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 hit. Siehste, so muss das gehen. Ja, nee, reicht aber noch nicht. Die Grafik wird von Minute... was heißt hier Grafik? Das ist halt ein Spiel, was im Terminal läuft. Die Grafik wird nicht besser als das. Tatsächlich ist es aber ziemlich interessant, was sie im Terminal alles gemacht haben. Also gerade später, wenn man mal Angriffszauberstäbe sieht, die dann irgendwie Strahlen durch die Gegend schießen, das ist schon ziemlich lustig. Wie sie das animiert haben. Oder Sachen, die explodieren. Oder eben diese Fogcloud, die einen einnebeln kann und wo man dann nur noch die Fogcloud sieht. Ja, Edifix, mache es, genau, tu es. Töte. Zu Beginn hatten wir noch keinen Bund. Ja, die erste Version von Netic hatte auch keinen Bund. Beziehungsweise es gibt sogar immer noch die Compile, nicht die Compile, sondern die Runtime-Optionen, die, die Farben wieder auszuschalten. Für Terminals, die es nicht unterstützen. Wobei ich nicht weiß, was für ein Terminal nach dem Jahr 1871 Farben und nicht unterstützt. Ah ja, apropos explodierende Sachen. Bumm. Das war eine Gasbohr. So, Idefix, kommen Sie her. Bumm. Genau, sehr schön, so muss das gehen. Alles schlachten, was im Weg steht. Was war das? Large Box? Okay, Untrap. 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 Okay, anscheinend keine Fallen drauf. Und ein Ring drin, okay. Idefix hat halt immer kurz auf, Monster anzugreifen, wenn er gerade am Essen ist. Das ist ein bisschen nervig. Dart. Schieße ich direkt zurück, Junge. Direkt zurück. Bum, bam, bum, bum, bam. Dart und Dagger. Sehr gut. Das ist das T rechts unten, der Rundenzähler. Ja, das ist der Turncount. Also nicht unbedingt Runden, Spielzüge halt. Und wenn ich es schaffe, meine Geschwindigkeit zu erhöhen, dann habe ich auch manchmal zwei Aktionen pro Spielzug. Und Gegner haben das manchmal auch gegen mich. Zum Beispiel die berühmt-berüchtigten Soldier Ants. Und wenn ich jetzt... Jetzt sieht man, ich bin burdened, ja? Wenn ich mich jetzt hier bewege, ein Zug, zwei Züge. Siehst du, das ist der große Unterschied. Alle paar Züge verbraucht man zwei Züge für eine Aktion, wenn man burdened ist. Das kann unter Umständen lebensbeendend sein. Und deswegen muss man jetzt mal zuschauen, dass man wieder Sachen abwirft, um... beispielsweise Cursed Portions of the Invisible. Was will ich damit? Your face, wenn gleich ein unsichtbares Monster ankommt. Und mich platt macht. Die Darts nehmen wir natürlich mit. Und die Lampe sowieso. Puh, okay. The Giant Beetle seems disoriented. Ach so, der ist auf die Teleportfalle getreten. Wurde durch die Gegend geswitcht. Giant Beetle. Ja, das ist auch ein berühmt-berüchtigtes, also ein Mitglied des berüchtigten Team A. Ich glaube, der macht relativ viel Schaden, wenn er trifft. Danke schön. Ja, 10 HP. Das ist ganz schön viel. Zum Glück ist er saulangsam. Da hat jemand eine Steinschleuder.
Okay, ja, das Edefix macht das schon. Ich glaube, der Angriff von denen ist auch giftig, also den sollte man möglichst aus dem Weg gehen, wenn man nicht mit ihnen fertig wird, und ich werde gerade nicht wirklich mit ihnen fertig. Ich bin ja immer noch Level 5, ey, das ist ja fürchterlich. Go Team A, sagt Kass. Nee, zu früh, mein Lieber. Zu früh. Das darfst du erst sagen, wenn ich daran gestorben bin. Und eigentlich nur, wenn Soldier Ants sind. Weil der Rest von Team A ist gar nicht mal so gefährlich. Dafür ist es umso peinlicher, wenn man gegen sie stirbt. Aber Soldier Ants. Und das ist eine Quivering Blob, ja? Ne. Ja. Was war mit denen nochmal? Phase? Sind die auch Säure? Sind die auch ätzend? Sind die auch schlimm? Ich greife es einfach mit den Darts an. Wenn man davon angreifen reden kann. Habe ich Dagger schon aufgelevelt? Ja. Okay, Cripping. Blablabla, Corpses. Geben die mir irgendwas? Geben die mir irgendeine Resistenz? Ich glaube, sie tun mir weh, wenn ich sie esse, aber komm. Nee, tun sie nicht. Okay. Kann sein, dass sie mir irgendeine Resistenz geben und ich davon nicht. Ja, stimmt, ja. Kass erwähnt gerade, es gibt noch ein anderes Mitglied von Team A, was sehr gefährlich ist, nämlich Killerbienen. Weil die immer in riesigen Schwärmen auftauchen. Da muss ich zustimmen. Dungeon Level 8. Minetown Dungeon Level 8. Oh je. Ich befürchte da sowas. Also Dungeon Level 8 ist so ein kleiner Spezialfall. Das ist das erste Dungeon Level, ab dem eine bestimmte Art von Fallen auftauchen kann. Und wenn es Minetown ist, gibt es da auch so eine gewisse Chance, so eine ganz minimal kleine Chance, dass ein ganz bestimmtes Monster spawnt. Ich hoffe einfach mal, dass es nicht so ist. Kackaffe. Der hat mein Messer gestohlen. Was war das? Hat mein Identify Scroll gestohlen. So, was geht denn hier ab? Dagger. Alter, was geht denn hier ab? So viele Monster auf einmal. Ich gehe mal lieber in den Gang da, dann müssen sie nämlich alle auf einmal kommen. Na, ja, Kass fragt gerade, von welchem Monster ich da geredet habe. Ich will es ja nicht spoilen. Dir kann ich die Informationen geben, mit der NetHack-Neulinge nichts anfangen können. Auf jedem Level der Minen gibt es genau ein zufällig ausgewähltes kleines H. Und das ist alles, was du wissen musst. Hey, Level 6. Okay. More confident in my skills. Aha. Wieso? Ach so, Dart. Ja. Will ich Dart aufleveln? Will ich Dart aufleveln? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Vielleicht will ich es mir für andere Sachen freihalten. Pickaxe oder so. Oder Unicornhorn. Was sind gute Waffen als Tourist? So. Das Gute, wenn mein Erfahrungslevel hochgeht, ist halt auch, dass ich tatsächlich deutlich öfter treffe. Der war gar nicht. Naja, meinetwegen. Der stirbt jetzt trotzdem. Ich bin neutral. Mir ist das egal. Ah, die Dartpfeile sind verflucht. So, tot. Und der andere hat noch mein. Nee. Wo ist er denn? Wo ist denn der mein Messer hat? Okay, ja, das ist nicht mein Altar. Oh. Oh. Idefix hat einen der Wachmänner abgeschlachtet. Das finde ich gut. Das heißt nämlich, dass ich seinen ganzen Shit mitnehmen kann. Zum Beispiel seinen Helm und sein Schild. Natürlich bin ich jetzt wieder burdened. Egal. Altar, alles ablegen. Von dem will ich wissen, ob es verflucht ist. Okay. Ja, diese Dartpfeile, das ist ein Curse. Das Schild leider auch. Okay, Schild, dann kann ich es nicht ausrüsten. Der Pfannkuchen ist auch verflucht. Oh je. Ja, der wurde aus dem Blut von den Unschuldigen gekocht. Aber das heißt, wir können jetzt diese verfluchten Darts, ja, was will ich mit denen? Die kann ich nicht gebrauchen. Die kann man nicht werfen. Das Schild lassen wir hier, die Iron Skull Cap, diesen Ork-Helm ziehen wir wieder aus, lassen ihn weg und ziehen den anderen Helm an.
Na gut, er gibt auch nur einen Punkt, aber egal. Hauptsache irgendwas. So, was haben wir noch Schönes? Ja, also ich lasse einfach mal meinen Hund alles hier umnieten. Ah, das war der Kackmann von vorhin. Wo sind meine Dagger? Da. So, Dankeschön. Mein Rune Dagger. Mein Elfenmesser. Das ist ein Brunnen. Das ist ein Tengu. Der hat auch ein bisschen. Der ist auch, glaube ich, nicht so. Okay, geht. Mit Armor Class minus 2 geht der tatsächlich sogar. Okay. Der ist auch nicht peaceful. Ey! 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 Autsch. So, Kackaffe. Ich hasse ihn. Klaut ihr mir genau das eine, was mir 3 Punkte Rüstung gibt. Ne, 5 sogar. So, Large Shield. Fucking kacking Drecks Burden. Kacke die Kack. Ne, natürlich würde ich gerne die Chainmail. Ich wiederhole mich langsam. Kann ich irgendwas anderes ablegen? Push of Speed? Nö, ist nicht genug. Nö. Cursed Lamp. Super. Guck mal, ob das Schild verflucht ist. Vielleicht lohnt es sich ja nicht mal. Watch Captain. Nein, nein. Na, Idefix. Oh Gott, der hat den Silbersäbel. Vorsicht, Idefix. Lass dich nicht. Jetzt hätte ich gerne Magic Whistle. Der greift jetzt halt den Wachkapitän an. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Das könnte nämlich gut sein. Ich nehme jetzt, glaube ich, mal einfach diese Lederrüstung mit. Ich schaue einfach mal, ob die mir genauso viel bringt wie die Ringmail. Weil ich muss das Ding einfach ersetzen. Okay, schon mal uncursed. Das ist ganz gut. Das heißt, ich kann das Schild auch ausrüsten. Oh, ich muss was essen. Blub. Jetzt nehme ich meinen Mantel wieder weg. Nehme die Ringmail weg. Lasse auch mal gleich hier. Moment, wie viel? Nee, erstmal, wie viel hat sie mir gegeben? Sie gibt mir 5 Punkte Rüstung. Alter. Ja, die Lederrüstung gibt mir 3 Punkte Rüstung. Hey, hallo Idefix. Ja, ich glaube, das kann ich verschmerzen, die 2 Punkte, aber trotzdem. Sag es nicht, der hat den Wachkapitän platt gekriegt. Nee, oder nicht? Jetzt greif ihn bitte nicht wieder an. Da ist nicht wirklich was Sinnvolles, das war nur ein normaler Wachtyp. Jetzt ist die Frage, soll ich jetzt weiter runtergehen? Das ist unter Umständen echt gefährlich, weil ich jetzt schon auf Dungeon Level 8 bin. Die Minen gehen unter Umständen bis 11 oder 12 und da unten wird es halt echt gefährlich. Andererseits... Ah ja, nee, eine Sache will ich davor noch rausfinden, dafür muss ich in einen der Shop gehen. Nee, das nicht. Hörst du jetzt vielleicht endlich mal auf diesen Watch Captain anzugreifen? Der macht dich platt, Junge. Ach ja, der lässt mich mit der Pickaxe nicht rein. Oh. I. Nein, nicht mit der Hand. Wir machen das mit. Wo ist er? Da. Rune Dagger. Bam, bum, bam, 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 bum. Bam, bum, bam, bum. Bam. Wo ist mein. Eine Lampe. Ach. Das ist leider nur eine Öllampe. Schade. Wo hat er meine Pickaxe hingetragen? Da. So. Dann gehen wir jetzt weiter runter.
Idefix, hörst du vielleicht auf, den Wachkapitän anzugreifen? Kommst du bitte einfach her? Der stirbt gleich, ich sag's euch. Ein Einhorn. Okay, ist aber meins. Ja, peaceful. Das ist natürlich... ich hätte gerne, dass Idefix das Einhorn angreift. Wäre das möglich? Oh, ein Floating Eye. Ich brauche wieder Munition. Was haben wir noch? Ich habe meinen einen Dart. Busch. Und jetzt haben wir zum Beispiel die beiden Dagger hier. Oh mein Gott. Dann haben wir jetzt noch die Darts. Wieso hält denn das so viel aus? So. Mist. Schon wieder nichts hinterlassen. Okay, Idefix, kommst du her? Kommst du her? Danke. Okay. Gott, oh Gott. Ich bin gerade mal Level 6. Aber ich habe relativ viel HP. Immerhin. Okay, es geht weiter. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir gehen in die Minen, um da am Ende den Preis rauszuholen, den es ganz unten gibt. Aber das ist halt so gruselig. Das Problem ist, ab Dungeon Level 8 spawnt eine bestimmte Art Falle, nämlich die Polymorph Trap. Wenn man auf die drauf tritt, verwandelt man sich in irgendwas anderes. Und das ist in den meisten Fällen nicht gut. Weil du in irgendwas Bescheuertes verwandelt wirst, was sich nicht mehr bewegen kann, weil du zu viel am Leib trägst, oder weil du zu sowas Großem wirst, dass du aus deiner Rüstung rausbrichst und sie dadurch zerstörst. Und das ist Remove Curse, immerhin. Okay, ich bin jetzt wirklich... Ich bin sehr hart an der Grenze für Burdened. Ich könnte ja vielleicht auch mal probieren, mit meiner Pickaxe zuzuhauen. Das macht, glaube ich, mehr Schaden als das Dagger, wenn ich damit treffe. Komm, warum nicht? Hier, die Gnome zum Beispiel. Naja, okay. Wenn ich mal treffen würde. Und das ist ein... Ein Giant-Zombie. Der ist ein bisschen stark. Der ist ein bisschen stark. Habe ich eine Teleport-Scroll? Ja. Das ist ja eine super Location. Danke, das hat mir jetzt echt was gebracht. Ja, dann wird es Zeit für die Kamera, ne? Ah, klack. Okay, der haut ab. Idefix frisst sich wieder den Wanst voll, während ich gleich sterbe. Kann ich beten? Ich glaube nicht. Jetzt ist der halt genau neben mir, ne? Was mache ich denn jetzt? Ich habe meine TIC, mein TIC-Zauberstab. Der könnte natürlich Teleport sein. Das probiere ich jetzt mal aus. Ich versuche mal, den Zwerg hier zu teleportieren. Nope. Und er wurde auch nicht unsichtbar. Das heißt, das ist eine Wand of Cancellation. Die bringt mir sehr viel gegen magische Monster, aber in der Situation hier ist es mal vollkommen nutzlos. Ja, Kamera. Klack. Elbaref. Naja, was hätte ich auch machen können. Ja, es bringt mir nichts, das anzugucken. Ich weiß, was ich dabei hatte. Das waren meine Attribute. Konnte ich beten? Nope. Warum war mein Gott sauer? Ich verstehe es bis jetzt nicht. Was habe ich gemacht? Ja, das sind die Kreaturen, die gestorben sind. Das war mein Conduct. Ich habe sehr viele Conducts eingehalten. Das liegt daran, dass ich halt einfach sehr früh gestorben bin. Ach Mann, ey, das ist doch zum Kotzen. Dieses klatschende Geräusch, Kass, war ein Klatschen. Nee. Tja. Wie dumm. Eigentlich sehr vermeidbar. Man muss aber auch sagen, ich hatte schon in der Hinsicht ein bisschen Pech, dass ich bis zum Ende jetzt überhaupt keinen Angriffszauberstab gefunden hatte. Also auch, dass keins der Monster einen dabei hatte. Normalerweise
ist es in den Minen sehr üblich, von irgendwie Magic Missiles gebeutelt zu werden. Und jetzt, wo ich das Reflexionsamulett schon hatte, war das eigentlich eine ziemlich gute Situation. Aber das Spiel war mal wieder anderer Meinung. Hey, er hat sich gerade durch die ersten 2000 Level durchgebissen wie ein Wahnsinniger. Weißt du was, dann klatschen wir ihm jetzt ein Monster gegen den Kopf, das ihn in zwei Zügen erledigt. Mano. Naja, so kann's halt auch gehen. Can't win 'em all. Gut, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.